Das Auto, das leitet sich ja von Automobil ab. Und die Frage ist schon, wann wird dieser Wagen eigentlich seinem Namen gerecht? Das heißt, wann ist es wirklich automobil, autonom, automatisiert in einer Abstufung? Und da wird aktuell sehr viel darüber gesprochen. Es ist ein Hype-Thema für Gesellschaft, für die Wissenschaft natürlich, für uns, aber auch für die Politik. Und die Frage gilt es schon zu stellen. Die werde ich auch sehr oft gestellt. Und jeder erwartet dann eine Jahreszahl. Aber am Ende ist es ein fließender Prozess, auf den ich dann genau auch im Vortrag eingehen werde. Wir haben zurzeit sehr viele Showcases. Fast jeder Hersteller hat ein Beispiel für autonomes Fahren gezeigt. Und es ist mir sehr wichtig, von diesen Showcases auf die Realität abzubilden. Was fehlt denn noch? Was muss denn alles getan werden in den Prozessen, in den Methoden, in den Werkzeugen, damit wir wirklich im Serienverkehr autonom sind? Und das herauszustellen und die Diskrepanz und den Weg, den wir vor uns haben, darzustellen, bei all der tollen Ingenieursleistung, die heute schon stattfindet, das ist mir sehr wichtig und ein Anliegen für den Samstagabend. Es gibt ganz tolle Kollegen, die berechnen, wie das Fahrzeug fährt, wo die Trajektorie ist, wie auf Objekte reagiert wird. Mich persönlich reizt sehr stark, wie die Werkzeuge aussehen, um das auch abzusichern. Was macht eigentlich ein TÜV in Zukunft, wenn er selbstlernende Systeme im Fahrzeug hat? Wie kann ich eigentlich selbstlernende Systeme absichern? Und da fehlen uns noch ganz viele Prozesse, Methoden, Werkzeuge. Und das ist mein ganz spezieller Punkt, dass ich im Testen und Absichern noch großes Potenzial sehe, in dem es richtig Spaß macht, sich auch wissenschaftlich auszuprobieren und auszutoben. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Erlebnis, jetzt um 20.30 Uhr am Samstag bei der Kamuna dabei zu sein im ZKM, weil genau dieses Delta der vielleicht galoppierenden Fantasie, was autonomes Fahren heute schon kann, und der Erdung, wo wir in Wirklichkeit stehen, darstellt, aber auch die Faszination, die natürlich für uns alle davon ausgeht, was würde es bedeuten, wenn man es mal bis zu Ende denkt, wenn es ein vollautomatisiertes Fahrzeug gibt. Der Weg ist noch lang und darauf werde ich eingehen.